Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute stelle ich die Commands vor hier in Minecraft, was so alles möglich ist und seid gespannt. So, wir sind jetzt hier auf meiner normalen Tutorial-Plattform. Ich habe hier schon was vorbereitet, wie man hier sieht. Und wir fangen mit dem allerersten Command an für Leute, die ja gerade erst neu hier in Minecraft sind. Und zwar gibt man da T-Slash, es muss mal so ein Slash sein, dann Help. Mit Help bekommen wir hier so ein bisschen was hier, Achievement, Block Data, Clear, dazu kommen jetzt noch alles gleich. Ich werde nicht alle Commands hier zeigen. Also es gibt hier zum Beispiel, ich sage hier, so viele Commands gibt es hier. Und ich zeige nicht alle, ich zeige hier aber die meisten davon. Und kommen wir zum ersten Command. Das ist ganz simpel, das ist der Game Mode 0. Das ist der Survival Mode. Man kann den Game Mode natürlich auch noch auf Adventure oder so setzen, aber Survival Mode ist jetzt der normale Game Mode. So, der Game Mode Creative, mein Lieblingsmode. Der Game Mode ist der hier dann. So sehen die Commands auf, Game Mode 0, SP, SP für den nahesten Player, den nahesten Spieler. Dann hier kann man SR eingeben für Random Player, also irgendein Spieler auf der ganzen Welt, aber da wir nur einer sind, macht keinen Sinn. Oder SA, jeden Spieler, oder zu SE, alle Entities, also auch Kühe, Pferde, alles was man in Game Mode 0 so setzen kann. So, der nächste Befehl ist das Summon-Befehl. Hier habe ich einfach mal Enderman ganz schlicht genommen. Man kann auch Ender-Drache nehmen oder was. Aber das wird mir die ganze Welt zerlegen und da habe ich jetzt keine Lust. Da geht's mir dann so. Spawnt da jetzt nicht drin. Ja, kann ich so oft drauf drücken, wie ich will. Das ist der Enderman. Ja, kennen den ja alle schon. So, kommen wir zum Kill-Befehl. Da steht eigentlich nur Kill FP, der nahesten Spieler, wie gesagt, und der killt mich. Da habe ich meinen Spawn-Point hier hingesetzt. Boah, Alter. Ich kann aber ganz schön. What the fuck? Ihr müsst aufpassen, falls die Gebäude abwürfen, müssen wir erstmal wieder neu generieren. Ja, das ist der heftigste. Man könnte natürlich auch Kill. Machen es aber mal SE machen, also alle Entities, alles auf dieser Welt, ich glaube, weil die Chance lang, ich weiß es nicht, ich glaube aber alles auf der ganzen Welt können wir jetzt killen. Und man sieht schon hier Kill Donkey, Pause, Minecart, Railway Name, Minecart, also die ganze, boah, nochmal hier, also die ganze Strecke, die ihr verlangt mit den Minecarts, die ihr selbstständig fahren, ist weg. Also hier wird man nichts mehr hören. Keine Tiere, keine Villager, einfach nicht. Wir sind jetzt die einzigen, die hier leben. Oder eher gesagt, alles spawnt sehr viel neu. Ne? Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Command. Das ist der Gift-Befehl. Der Gift-Befehl. Kann man Gift, dann den Namen, dann Minecraft und dann zum Beispiel Minecart oder irgendwas, alles eingeben, was man will. Und dann hab ich hier zum Beispiel Minecart, was ich dann hier auf die Strecke setzen kann, einmal in die Richtung fahren lassen kann, einmal in die und dann ist das auch wieder behoben. So, kommen wir zum nächsten Befehl. Das ist der Difficulty-Befehl. Den könnte ich jetzt auf Hard machen, dann sieht man hier zum Beispiel Hard. Ich habe das hier verschlüsselt vor, als die 1.8-Version gekommen ist, aber kann das natürlich auch ändern, indem man hier einfach easy eingibt. Und dann hat man hier den Difficulty, also den Schwierigkeitsgrad auf Easy. Man kann natürlich auch Peaceful nehmen, dann spawnen keine Mobs und so, ne? Aber Easy reicht erstmal. So, dann kommen wir zum Kill-Befehl. Das ist mein Lieblingsbefehl, damit baue ich Gebäude und so alles. Das ist mal der Kill-Befehl. Steht einfach Kill, Koordinaten, und dann Minecraft zum Beispiel Diamond Block. Und jetzt passt mal auf, mal sehen, ob sich hier was auf der Welt ändert. Yep, dahin. Hier sind aber mal 1, 2, 3, 4, 5 Diamantblöcke gespawnt. Durch den Filbel, den man sieht auch im Chat, 5 Blocks Pfeil. Ja, das kann ich ruhig nochmal machen, das ist ganz nett. So, kommen wir nun zum nächsten Befehl, das ist der Timeset-Befehl. Hier haben wir Timeset 0 erstmal drin.
damit setzen wir den Tag zum Morgen. Wir haben es jetzt 0 Uhr morgens, also es ist jetzt in Minecraft nicht anders übernommen. Es ist 0 Uhr morgens und die Sonne wandert dann hier irgendwie über den Himmel bis dahin. Wenn wir den auf der Abendseite wollen, dann können wir einfach mal den anderen befehlen. Das ist Timeset 13.000, also wenn der Abend angekommen ist, 13.000, gehen wir jetzt nicht an von der Stadt und hat man einen wunderschönen Sonnenuntergang, der da untergeht. So, der nächste Befehl ist der Toggle-Downfall-Befehl, den werden glaube ich die meisten YouTuber benutzen, die Minecraft-Let's-Plays machen, die irgendwas im Creative-Modus machen, das. Es nervt jeden. Jede 5 Sekunden muss es auf einer Welt regnen. Jede. Und Toggle-Downfall macht das einfach, also wenn man Regen haben möchte, was eigentlich passiert, kann man den hier so machen, aber so, oder man kann nochmal raufklicken, dann verschwindet der Regen auch sofort. Dann haben wir den, dann haben wir den Weather-Befehl, das ist eigentlich das gleiche, man kann hier Weather Thunder, Weather Clear, Weather Rain eingeben, das ist dann auch Regen. Also ich könnte jetzt Regen machen, dann haben wir Regen. Ich könnte jetzt Thunder machen, dann haben wir Gewitter. Ich könnte hier aufdrücken. Dann blitzt es und gewittert es. Na, hört man? Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich glaube nicht, ne? Ja, gut, weiß nicht, also nur. Oder, ja genau, wenn ihr es wieder weg haben wollt, braucht ihr einfach eine Toggle Downfall klicken und dann ist es auch wieder weg. So, Z World Spawn. Das ist der Spawnpoint der ganzen Welt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Leute auf euren Server auflassen möchtet, die sollen an einen bestimmten Ort spawnen. Das ist jetzt bei mir hinten der Spawnpoint. Dann klickt ihr einfach auf und dann set the world spawn to 5, also die X, Y und Z Koordinaten und dann, das kann ich jetzt eigentlich schwer demonstrieren. Demonstrieren, das ist doch, oder? Boah. Dann spawnt man, jeder neue Besucher spawnt da. In diesem kleinen Zelt. So ist das dann gemacht. Okay, kommen wir zum nächsten Befehl. Muss kurz hinfliegen. Der nächste Befehl ist der Say-Befehl. Genau, falls ihr irgendwie, der sieht so aus, Say, und habe einfach Hello gesagt, oder kann auch sagen, Say, ist jetzt. Könnte man natürlich auch sagen. Dann sieht man hier Add Commander, du stinkst. So. Oder. Fisch. Könnte man auch schreiben. Oh Mann, ich beleidige mich immer selber. Fisch. So, kommen wir zum Default Game Mode. Das ist der. Wie soll ich das erklären? Das ist der Game Mode für alle neuen Spieler, die zum Beispiel dann in der Insel spawnen. Ist der jetzt zum Beispiel Survival, auf dem Survival Mode. Das heißt, wenn ihr irgendwelche neuen Spieler habt, die sind auf dem Survival Mode. Ihr könnt natürlich auch Spectator nehmen. Creative. Kann man auch nehmen. Der Creative Mode gewählt und ja. So, kommen wir zum letzten Command. Das ist der Clear Command, den benutze ich am allerhäufigsten, würde ich mal sagen, von allen. Wenn wir einfach mal das ganze Inventar hier voll haben. Und wir haben keine Lust, das hier alles wegzuschmeißen, dann nimmt man einfach Clear und Cleared the Inventory of the Creeper, die 576 Items. Ich zähle da sogar auf. Und dann, ja, so sieht der Befehl aus und ist halt so. Das waren die Commands auf jeden Fall. Es gibt da noch ein bisschen mehr, aber ich glaube für die Grundeigenschaften reicht das auf jeden Fall. Ich benutze den Fill-Befehl sehr gerne und den Clear-Befehl, wenn ich irgendwas baue. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch ein Like. Bis dann. Tschüss.